Der Hansa, ihre Büchi und sein Sohn, der Michael Büchi, sind totale Traktoren- und Maschinenfans. Es ist auch Tradition bei ihnen, dass man in Maschinengemeinschaften mitmacht. Auf dem Betrieb wachsen als Hauptkulturen Erdbeere und Herdöpfel. Bei den Erdbeeren ist es noch sehr viel Handarbeit. Damit die Pflückerinnen eine gute Pflückleistung haben, ist es wichtig, dass die Beeren gesund sind. Dazu hat der Senior eine Spritzvorrichtung entwickelt, damit es weniger Wirkstoff braucht beim Pflanzenschutz. Die Spritze ist vorne am Traktor angemacht und hat spezielle Düsen. Er erklärt uns gerade mal, wie das funktioniert. Also jetzt hast du eben eine von oben runter und zwei ja, aber immer. Hat ja. Da eine, das ist eine Doppelflachstahldüse, die vorne und hinten geht. Mhm. Und dann je auf der Seite noch eine. Mhm, wo wirklich so unten rein. Genau, wo unten rein spritzt, ja. Okay. Und wie ist da die Idee, also wie ist da die Idee dazu gekommen? Man hat das Dreieck, das ist eigentlich schon lange bekannt. Da bin ich nicht der Erste, der so etwas gemacht hat. Mhm. Also die Zutaten kann man kaufen. Mhm. Und ich habe einfach, wo wir eingestiegen sind in die Beere-Produktion, habe ich mir gesagt, also da muss etwas haben, wo einerseits besser benetzt und andererseits weniger Verlust hat, mhm. wenn er einfach mit dem Balken oben durchfährt. Mhm. Pflanzen noch klein sind, spare ich 50% von der Wirkstoff und vom Wasser ein. Okay, ja. Und jetzt sind es wahrscheinlich etwa noch 20% am Schluss, wo ich kann einsparen kann. Ja. Und wenn ich einfach auch einen grossen Vorteil habe, ich komme bessere Pflanzen rein, wenn ich von der Seite her auch noch rein spritze. Ja. Also das ist nicht nur eine Einsparung, sondern das ist auch, bringt mir auch mehr Sicherheit. Und, ja. Ja. Thank you.